Yo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin euer KDJ Chris und heute geht es um die Teaser zu Battlefield 6 und Battlefield 3 Remaster. Seit den Teasern mit dem Serverprogramm und die einzelnen Clips zu Battlefield 3 auf der Battlefield-Seite und bei der Seite Teat haben wir nun auf die offizielle Bestätigung gewartet bis heute, ob Battlefield 3 Remastered überhaupt erscheint oder nicht, ob Battlefield 6 kommt, wann, wo, wie es aussieht, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass auf jeden Fall sehr viele Hinweise auf Battlefield 3 Remastered gegangen sind und dann haben wir natürlich gedacht, hey, Battlefield 3 Remastered kommt auf jeden Fall dieses Jahr noch. Nun kommt leider auch von der offiziellen Seite die Enttäuschung. Battlefield 3 Remastered und der Teaser zu Battlefield 6 war nur ein Joke. Es war eigentlich nur gedacht, dass das ein Battlefield-Meme wird und es sollte eigentlich nicht so große Wellen schlagen, wie es getan hat. Ebenfalls schrieb Niklas Enstrate und ich versuche das jetzt so gut wie möglich zu übersetzen. Vielen Dank, dass sie einige der Fragen korrigiert haben, sowohl in der Community als auch bei DICE. Weil sie die Dinge zu professionell und real aussehen ließen, dafür grüße ich dich, auch wenn du mir auch ein bisschen Sorgen gemacht hast. In dem Sinne will er nochmal sagen, dass das auf jeden Fall die ganze Sache mit dieser Seite Teat, mit dem Leak, mit dem Programm von Battlefield 3 Remastered oder Battlefield 6 nun offiziell nur ein Scherz war. Damit hat uns DICE offiziell getrollt, wie ich es auch in meinem letzten Video einmal angedeutet habe. Finde ich eine witzige Sache, dass DICE sowas macht, aber natürlich auf der anderen Seite ist die Enttäuschung zu groß, weil wir alle gehofft haben, jetzt geht's endlich los. Aber klar, es ist noch ein bisschen zu früh für die ganzen Teaser zum nächsten Battlefield. Höchstwahrscheinlich fangen sie dann meistens erst bei EA Play, Gamescom und dieser Zeit an, sieht man ja auch bei Call of Duty. Ja Leute, das hat sich dann wohl wieder mit den Sachen erledigt, mit den ganzen Teaser zu Battlefield 3 Remastered. Bin ein bisschen enttäuscht, dass Battlefield 3 Remastered nicht kommt. Wie seht ihr die ganze Sache? Seid ihr auch enttäuscht oder fandet ihr die Sache cool von DICE, dass man so ein kleines Späßchen macht untereinander? Lasst mich das auf jeden Fall wissen. Ansonsten sehen wir uns in den nächsten Videos. Checkt doch noch meine anderen Videos ab. Würde mich freuen. Ebenfalls, wenn du neu bist auf dem Kanal, abonniere mich hier kostenlos, unterstützt du mich und verpasst du nicht die neuesten Videos rund um Battlefield 6 und Battlefield 3 Remastered Leaks. Bis dahin, haut rein. Ciao. I want